Hallihallo, ich wollte mich noch mal kurz melden vor Weihnachten. Wir haben noch ein paar Tipps für euch, was man vielleicht noch kurz vor dem Poeng noch nähen könnte. Und auch, es ist ja ganz schön kalt die ganze Zeit, was wir noch gebrauchen könnten, damit wir nicht so frieren müssen. Und was man vielleicht am Weihnachtsabend anziehen könnte, sich vielleicht ein schönes Weihnachtskleid nähen. Das zeige ich euch jetzt. Zuerst einmal wollte ich euch noch mal den schönen Merino-Strick ans Herz legen. Den hatte ich schon mal vorgestellt im letzten Video. Das ist ein super Material, ganz weich, doppelt gestrickt, auch mit Elastan. Das hat man nicht sehr oft, wenn eine Wolle mit Elastan verarbeitet ist. Daraus kann man sich jetzt schöne dünne Rollis oder Unterziehpullis nähen. Die wärmen dann erstmal, also damit man so praktisch zwei Lagen an hat. Und das kann man so schön als man könnte auch lange Unterhosen draus machen oder eine Art Strumpfhose. Und man ist schön warm eingepackt, da wo es gebraucht wird. Also ich muss mich hier immer dick einpacken im Laden, ist immer kalt. Wer einen Arbeitsplatz hat, wo er ein bisschen frieren muss, da wären diese Sachen hier ideal. Den gibt es in Naturfarben, in Beige und in Dunkelblau. Ganz dunkles Blau. Und ich habe aus diesem hier schon mal was genäht, und zwar ein paar schöne Stulpen. Das ist nämlich auch ganz toll, wenn man jetzt, das wäre auch was fürs Büro, wenn man dünner angezogen sein kann, auch unterm Blazer so ein bisschen, so eine schöne Wollspitze. Ist auch schnell gemacht. Das wären noch Last-Minute-Geschenke. Und diese Wollspitze, die haben wir in ganz vielen Farben. Das war jetzt schön, dass das hier so schön zusammenpasst zu diesen beigefarbenen. Die gibt es auch noch. Hier habe ich ein paar Stulpen gestrickt. Das passt jetzt so schön mit dem Schwarz. Hier oben ist Schwarz dran. Und hier hatte ich noch einen Wollwalker. Die kann man ja auch ganz schnell nähen. Also das muss man stricken, das dauert ein bisschen länger. Aber diese Walker und diese Wollstoffe kann man nähen. Und dann oben diese Spitze dran. Die ist auch stretchig. Die gibt auch nach. Und die gibt es in fünf Farben. Wollweiß habe ich noch nicht verarbeitet. Und Bordeaux, da hatte ich jetzt auch noch nichts. Es geht super schnell und sieht ganz toll aus. Wollspitze, also keine synthetische Spitze. Ja, und wenn wir dann die letzten Geschenke gemacht haben, dann geht es ans Weihnachtskleid. Wir machen uns schick. Also ich hab immer irgendwie das Bedürfnis, irgendwie was Schönes. Ich nähe nicht jedes Jahr was Neues. Ich ziehe dann auch mal länger was an. Vielleicht nähe ich dieses Jahr. Da haben wir nämlich einen schönen Muslin bekommen. So einen schönen Muslin mit goldenen Pünktchen drauf. Nähe ich mir vielleicht, wenn ich es schaffe, noch ein Boho-Kleid. Den gibt es auch in Weiß. Das sieht bestimmt auch gut aus. So ein schönes weißes Kleid wie eine Schneeflocke. Und in Bordeaux auch eine super Weihnachtsfarbe. Immer mit so kleinen goldenen Pünktchen drauf. Ja, und das, was ich jetzt anhabe, das ist ein schöner Sweat, der ist so dunkelblau, der glitzert silber. Und da habe ich, das ist ein Raglan jetzt hier vom Schnitt her. Hier oben die Ärmel sind geteilt. Und ich habe die ganzen Nähte jetzt betont. Auch den Saum unten, das ist ein Fukuhila, ein bisschen runter. So, etwas länger hinten. Gedrehte Nähte, das ist Absicht, dass es nach vorne läuft. Und ich habe die ganzen Nähte betont, und zwar mit einem, hier kann ich es besser zeigen, mit einem Lurex-Garn und einem Zierstich, den die Maschine so hergegeben hat. Hier kann man es auch gut sehen. Der glitzert dann auch nochmal. Das kann man dann mit solchen schönen Metallic-Fäden machen, je nachdem, wie der Stoff, mit welchem Metall der durchzogen ist. Hier hätten wir, das wäre jetzt der Stoff, den ich anhabe. Muss mal ein bisschen mit herkommen. Und dann haben wir hier noch einen, der mit Gold abgesetzt ist. Da müsste man jetzt einen Goldfaden nehmen. Also Wollweiß mit Gold. Ist ein richtig schöner, schön fallender Sweat. Und der hier ist nochmal mit Silber, also schwarz, schwarz-grau, Silber. Das wären so die Sweats. Hier ist auch nochmal ein Sweat, der ist ein bisschen heller Silber. Ist so ähnlich wie der Pullover, den ich anhabe. Ja, daraus kann man sich auch ein schönes Teil nähen zu Weihnachten. Das waren meine Tipps noch. Die letzte Eisenbahn zu Weihnachten. Viele von euch sind am Stricken, das merke ich jetzt schon.
Da mache ich gleich nochmal ein kleines Video mit einer Mütze. Das zeige ich euch gleich. Moment. Ja, und zwar sind das jetzt hier die letzten Sachen, die ich gerade gestrickt habe. Eine Spiralmütze. Also mehrere, das ist auch eine, rechts hier ist, das hier ist auch eine Spiralmütze. Und hiermit würde ich euch einen Kurs anbieten mit dieser hier. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das, das wäre noch zu schaffen vor Weihnachten. Also jetzt, wir haben den zweiten Advent, das kriegt man noch hin. Darf man aber kein absoluter Anfänger sein. Das wär, also das muss als Anfänger tauglich, aber man muss halt schon flüssig stricken können, rechte und linke Maschen. Dann könnten wir kurzfristig noch, jetzt vor Weihnachten noch einen Strickkurs, könnte ich euch anbieten mit dieser Mütze. Ansonsten werde ich den zum Januar anbieten, dann werde ich das auf der Homepage schreiben. Schreibt mir mal, ob ihr Lust habt, ab 4 Personen, wenn wir 4 Personen zusammenkriegen, können wir das kurzfristig noch vor Weihnachten realisieren. Soweit so gut. Wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit, schönen zweiten Advent. Wir haben ja auch noch ein paar Schmücksachen hier, die schönen Schneeflocken. Die sind handgehäkelt und gespannt. Man kann sich das auch hier mit diesem Buch, das hätten wir auch da, wenn ihr das selber machen möchtet. Ihr könnt die aber auch bei uns erwerben. Wir haben genug da. Und dann kann man sich das noch ein bisschen schön machen oder auch für den Weihnachtsbaum zum Schmücken. Winterzeit kann man die auch hängen lassen. Das sind wunderschöne Schneeflocken. Ich wünsche euch was, einen schönen zweiten Advent und frickelt noch schön. Bis dann. Tschüss.